In Deutschland werden täglich 3,1 Millionen Döner verzehrt. Und ja, auch wir werden heute einen essen. Der 1,92 große Edis und Randy. Wie gut schmeckt der Lieblingsdöner von Edis? Läuft? Läuft. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Offenbach auf ein zweites Mal. Heute mit am Start. Edis der Breite. Was geht ab, Bro? Alles gut? Ja, bei dir? Alles super. Hi Leute, was geht? Mann, ich hab Hunger heute, Bro. Hast du Hunger? Ja, ich brauch was zu essen, Mann. Wir haben ein bisschen trainiert jetzt und jetzt schauen wir mal. Warst du schon mal hier essen? Ich war hier noch nicht essen, aber ich habe gehört, es ist für dich einer der besten Döner in Deutschland. Ich war hier, ja. Ich hab mal, also in Offenbach und Umgebung, laut den Offenbachlern, ist es ein sehr krasser Döner. Okay. Und die gehen sogar so weit und sagen, bester Döner Deutschlands. Dann machen wir das wahrscheinlich so, Ladies and Gentlemen. Wir werden jetzt hier Döner essen gehen. Und danach zeige ich Edis auch noch mal einen guten Döner, wo ich sage, das ist der Beste. Stark. Machen wir so einen Deal. Und dann gucken wir mal, welcher wirklich der Beste ist. Genau, so machen wir es. Dann gehen wir direkt rein, schauen, wie der Döner aussieht. Let's go. Let's go. Ja, Döner, Ladies and Gentlemen. Wir haben uns nicht angekündigt. Schauen wir mal, wie da drin. Oh, da drin ist Full House. Da drin ist Full House. Salam alaikum. Kriegen wir noch Platz hier für 5-6 Leute? Dürfen wir diesen Tisch nehmen? Ja. Seid ihr cool mit Filmen und so? Ist das in Ordnung? Ja. Ja? Super. Sehr, sehr schöne Location so an sich. Ein Spieß. Wir sind Sonntagabend hier. Das wird eine gute Nummer. Bruder, ihr habt doch Döner einmal mit selbstgemachtem Brot und einmal mit normalem. Wir nehmen einmal selbstgemachtes Brot. Ja. Selbstgemacht immer besser, weißt du, was ich meine? Ja. Das machst, kannst du bitte durch Hälfte machen? Ja, gerne. Wie willst du deinen Döner immer? So wie du ihn isst, so wie er. Ich esse ihn immer ohne Tomaten. Ich esse ihn immer ohne Tomaten, aber mit Soße. Dann nehmen wir ihn so. Dann einen Döner bitte ohne Tomaten. Ja. Mit Soße? Eure Soße, genau. Welche Soße? Ich kann. Knoblauch, Joghurt, Cocktail. Ich sag immer, Knoblauch ist gut, aber wenn du nachher noch ein Treffen hast mit einer gewissen Person, dann empfehle ich dir Joghurtsoße. Joghurtsoße dann. Joghurt. Joghurtsoße. Joghurt und eine Kräuter. Ja. Hast du auch gesehen, die wiegen sogar das Fleisch hier ab? Ne? Ja, wie in Istanbul und so. Ja. Aber das musst du fast bei Yabrak machen. Ja. Weil du das in einem Stück runterschneidest, dann musst du so zerreißen, weißt du? Ja, genau, die wiegen das ab, oder? Sieht daran, auch gut daran aus. Merkt man, dass wir hier in Offenbach angekommen sind. Die Sachen werden hier erst abgewogen und dann verkauft. Okay. Es gibt 5 Soßen. Man sieht eine Currysoße, eine Cocktailsoße, eine scharfe Soße, eine Knoblauchsoße, eine Joghurtsoße, Salat, rote Zwiebeln, Tomaten, 2 verschiedene Kraut und simpel, also wie in jedem anderen Dönerladen. Und das hier? Ich liebe das. Eigentlich müsste ich Ayran bestellen, wenn der so frisch gemacht wird. Ja, genau, das meine ich. Der wird nicht aufgeben, egal was. Das, ich weiß nicht. Ob man das bei euch in der Küche auch... Ja, man merkt schon, du bist erfahren. Choban-Salata, genau, sehr gut. Das isst man eigentlich so ein bisschen mittendrin. Deswegen mache ich keine Tomaten auf den Döner. Ah, nicht weil du sie nicht magst, sondern weil du hier schon... Separat. Okay. Separat. Okay, es hätte mich ein bisschen enttäuscht. Wenn du gar keine Tomaten im Döner isst, ist crazy. Okay. So, aber okay, verstanden. So mein ich. Finde ich auch geil. Bruder, bei uns allgemein, es gibt Leute, die machen das, manche nicht. Auch zum Beispiel Tee, schwarzen Tee. Ja. Gibt es manche, die tun Zucker reinwürfeln, manche tun Zucker im Mund lassen. Und trinken so. Krass. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, einfach unnötig kompliziert. Ja, genau. Wir tun auch unseren Tee ganz anders. Wir tun einen Löffel rein und machen so. Mit Glas. Okay. Ja, super. Ey, super Gespräch. Das mit Zucker war auch gelogen, oder? Nein, mit Zucker ist wahr. Ah, das war ehrlich, okay. Das mit Zuckermutter habe ich auch noch nie gehört. Zuckerwürfel. Ja, ist mir schon klar, Zuckerwürfel. Aber Bruder. Viele Länder, das bei uns auch. Ja, aber. Ich war überall auf der Welt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das macht. Also was mir hier besonders gut gefällt, Bro, ist das Fleisch. Fleisch ist crazy? Ist echt crazy. Du als Food-Experte, du müsstest ja wissen, wie gut dementsprechend das Fleisch ist. Ja, sieht auch super aus. Ich sage es gut, aber warte mal, die haben jetzt einen Fehler gemacht. Bruder, wir haben gesagt, selbstgemachte Brot. Ist das euer selbstgemachtes? Ist das euer selbstgemachtes? Ja. Echt? Mit Sesam? Achso, okay. Ich wusste nicht, ich habe das eigentlich anders. Achso, okay. Habt ihr neu. Habe ich jetzt nicht probiert. Egal, wenn der Inhalt sitzt, das Brot sieht gut aus. Alright, ja, probieren wir erst das Fleisch, oder? Schauen wir mal da rein. Also die Sache ist, verehrte Damen und Herren, da hinter dem Bildschirm. Döner ist so die Speise, die uns alle verbindet, wenn man ehrlich ist. Die Art Yaprak-Döner ist für mich auch die beste Art von Döner. Weil wenn ich Berliner Döner liebe, aber Yaprak-Döner ist für mich einfach ein bisschen besser. Ja, okay. Oder? Ich habe Yaprak-Döner so auseinandergenommen in den letzten Jahren, dass ich es nicht mehr so essen kann. Ah, okay. Aber ich gebe dir recht, du kannst das wirklich ohne Soße essen. Genau, weil das Fleisch saftig ist. Ja, das stimmt. Gehen wir rein hier. Probier und sag mal ehrlich deine Meinung. Also Fleisch sieht gut aus. Aha. Auch gut dünn geschnitten so. Es geht immer dünner, aber so, ihr müsst erstmal jemanden finden, der euch dieses Fleisch so schneidet. Das sieht auch einfacher aus, als es ist.
ist gutes Fleisch. Ist gut, gell? Ist gutes Fleisch, ja. Kann man nicht sagen, dass es schlecht ist. Schlecht auf keinen Fall. Geschmacklich könnte da aber trotzdem noch ein bisschen mehr Power im Fleisch sein. Wenn wir jetzt so, weißt du, penibel sind. Ist ja auch gut, dass du ehrlich bist. Ja. Wir wollen ja auch hier eine ehrliche Meinung. Ich werde nicht sagen, so jetzt, hey, der Döner ist der beste meines Lebens. Das ist wichtig. Aber Bruder, ich glaube, es ist auch schwer zu sagen, das ist der beste Döner, weil erstens, jeder Mensch schmeckt anders, genauso wie jeder andere Mensch auch anders liebt. Weißt du, was ich meine? Du kannst eine Frau heiraten und nicht sagen, das ist die beste Frau der Welt. Ja, okay, also, stimmt. Weil jeder sagen wird, meine Frau ist die beste. Ja, 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 so, weißt du, was ich meine, Bruder? So. Ja. Eigentlich sage ich auch so, wie es ist, einen halben Döner essen ist eine Sünde, das sollte man nicht machen. Wir gehen aber danach noch einen Döner essen und wir möchten hier kein Essen verschwenden. Das ist stark. Verständnisvoll, stark. Respektvoll zum Essen. In diesem Sinne, schauen wir, wie gut Edis Lieblingsdöner in Offenbach-Nähe schmeckt. Ja. Ich habe letztens gesagt Frankfurt. Die wollten mich canceln lassen. Ja, ja, weil die alle gesagt haben, Bruder, das ist Offenbach, nicht Frankfurt. Ja, die sind sehr stolz. Was redest du? Und ja, so. Ja, das auch, ich wusste das gar nicht. Er meinte auch gerade Frankfurt-Nähe. Geil. Das ist halt einfach, das sage ich so, wie es ist. Ein Japrak-Döner ist immer und immer wieder geil. Das Ding hier schmeckt sehr natürlich belassen. Da ist nicht heftig viel Gewürz drin, es schmeckt Gemüse, ihr habt das Brot. Das Brot ist selbst gemacht, Ich glaube, der hat uns falsch verstanden. Ja, ja. Also normalerweise weiß ich, dass die ein dieses Brot haben, das so wie das hier ist. Ja, Lavash. Vielleicht hat der Bruder heute viel Stress. Aber an sich sagst du gut? Also der Döner ist wirklich sehr lecker. Joghurtsoße geil, man schmeckt das Fleisch. Man schmeckt das Gemüse, die Tomaten, muss ich ehrlich sagen, die fehlen mir da drin. Dass man die nachessen muss, ist so ein, aber macht irgendwie auch Spaß. Du hast hier was zu tun, du gehst wieder da, du hast ein bisschen... Genau, Bruder, dann nimmst du hier, ja, genau, dann nimmst du auch noch eine einzelne Zwiebel, beißt mal so rein, dann nimmst du dieser Pommes. Teller ist auch, so ein Teller sollte es in jedem Restaurant geben, in dem ihr Döner esst. Ja. Wie nennt man die hier nochmal? Biber. Biber, okay. Justin Biber. Justin Biber. Aber stark. Daran habe ich noch gar nicht so wirklich nachgedacht. Ein guter Döner brauchst du nicht viel. Soße, Mais, ja. Granatapfel, Zitrone. Gar nichts. Mais gar nicht. Zitrone ist ganz geil. Aber wenn du geiles, saftiges Fleisch hast, dann nervt die Soße eigentlich. Joghurt ist geil. So in der ganzen Türkei isst du ja zu allem Joghurt. Iskender, weißt du, jede Speise hat Joghurt. Und nicht nur in der Türkei, in vielen Ländern. Das finde ich geil. Aber so Cocktailsoße und sowas hat für mich ja nichts im Döner. Ja. Gar nichts im Döner. Ja, finde ich auch. Querschnitt auch super. Querschnitt auch. Sieht einfach super aus. Das Fleisch, muss ich sagen, ist schon saftig. Was ist Querschnitt? Der Querschnitt. Das ist der Querschnitt. Wenn du so durchschneidest. Der Querschnitt des Döners. Ah, okay, okay. Also quasi wie verteilt alles ist. Genau, ne? Wie du siehst die Schichten einzeln. Krass, Bruder. Seht ihr mal, wie professionell hier alles abläuft. Super. Ich hätte jetzt einfach gesagt, geil. Pommes sehen nicht so gut aus, wie sie schmecken. Sie sehen interessant aus. Ja, die sind sogar crunchy, sind richtige Kartoffeln einfach. Ich sage euch ehrlich, mal abgesehen, ohne das jetzt zu vergleichen mit jedem anderen Döner, jeder, der hierher kommt, wird glücklich. Das ist ein Döner, der wird dich glücklich machen. 100%. Nach dem Sport, vor dem Sport, am Abend, du gehst schön schlafen, dein Magen wird nicht voll sein. Da hast du auf jeden Fall was Starkes empfohlen. Ja, wir wollen hier. Doch, jetzt. Das wird jetzt gleich interessant, wenn ich dem Bruder für seinen Kanal, den besten Döner zeigen werde. 100%. Ja, ja. Ich will, dass du wirklich. Wenn dieser Döner nur für deinen Geschmack nicht besser ist, sagst du es auch. Bruder, ich bin ehrlich. Ja, genau. Kann auch nicht mal lügen. Ja. Ich bin ein sehr schlechter Lügner. Nee, ich bin ein sehr schlechter Lügner. Deswegen bin ich so scheiße in Among Us. Wie groß bist du? 1,92. Wahrheit, oder? Wahrheit. Okay. Warum? Weil da lügen immer alle. Ich bin 1,90. Ja, krass. Hast du eine kleine Form? Siehst du, vielleicht habe ich gelogen. Der wird jetzt wieder ein bisschen warten. Solide, ist gut. So, Ladies and Gentlemen. War geil, oder? War sehr, sehr gut. Als allererstes Mal, danke für deine Empfehlung. Ach, gerne, Bro. Kann man auf jeden Fall abchecken. Sehr, sehr leckerer Döner. Mein Fazit zu dem Ganzen ist, einfach ein Döner, so wie er schmecken muss. Ganz klassisch, ja, Döner in Offenbach. Danke, Offenbach, dass wir hier sein durften und sicher waren. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Bei Edis könnt ihr vorbeischauen, das andere Video abchecken. Ich werde ihm meinen Lieblingsdöner zeigen. Wenn du mal im Süden bist, dann kommst du und dann zeige ich dir einen richtigen Döner. So einen richtig richtigen. Wie meinst du das jetzt? Ja, so einen richtig richtigen, so. Vertrau mir. Okay. Ja, okay. Dann schreibt es in die Kommentare, Teil 2 kommt. Okay, alles klar. Zu leid, ist aber mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. Sag mir nicht, du bringst den Lukas vorbei. Nee, Lukas nicht, ich bring Edis, den Breiten. Charo. Nee, Edis.
Okay, bis gleich.